ist Next Level. Das ist Next Level Delivery. Das gibt's nur im KF Shop, ich sag's euch. Jana! Hallo! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist wieder soweit. Wir bringen ein paar Shop-Bestellungen zu euch nach Hause. Das haben wir das letzte Mal, ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren gemacht. Und diesmal fahren wir nicht nur in NRW rum, sondern durch ganz Deutschland. Wir haben einige Bestellungen dabei. Ein paar von euch haben sich das No-No-Bundle bestellt. Die neue Single ist ja draußen. Da gab es ein limitiertes Bundle. Ist aber sold out. Wir fahren als erstes nach Hamm. Ich glaube, danach Osnabrück. Irgendwann enden wir in Salzgitter. Also wirklich einmal quer durch Deutschland. Ab jetzt. Let's go. Kommt mit. So, Freunde, wir fahren als erstes zur Veronika nach Hamm. Veronika hat auch schon ein paar Mal was bestellt und ich hoffe, wie gesagt, sie ist zu Hause. Ich hoffe nicht, dass wir gleich vor verschlossenen Türen stehen werden. Aber wir senden die positiven Vibes ans Universum. Veronika, wir kommen jetzt. Wir sind auf dem Weg und wir geben Gas. Ich sage dir. Und ab! Ah, das ist ein Blitz. Gleich werden wir erfahren, ob Veronika uns in Empfang nehmen wird. So, natürlich in die Arme schließen können wir uns nicht. Ist ja Corona. Wir werden gleich auch die Masken hier so anziehen und dann geht's los. Ist Veronika wohl Veronika oder ist Veronika nur die Mutter, die es bestellt hat? Man weiß es nicht. Hallo! Ja? Alles fit? Ja. Ich bringe Post. Ist okay, wenn ich aufnehme? Ja, Veronika? Ja. Guck mal hier, ich habe ein Paket für dich und ich habe noch ein bisschen was unten drauf gepackt. Also, gerne einmal mit dem Vorderkopf auspacken oder so mit dem Foto. Ja, ich hoffe jetzt mein Handy, ja? Ja, klar, geil. Sehr nice. Also, die erste Runde ist auf jeden Fall schon mal zu Hause. Schade, dass wir uns jetzt nicht alle umarmen können, aber vielleicht geht das ja bald wieder. Hallo! Ja, ich habe auch Konzertplan für Oktober. Also geil, wenn es im Oktober klappt, dann sehen wir uns da. Und für welche Stadt? Köln. Geil. Nice, Veronika, hat mich sehr gefreut. Ich auch, Alter. Schön, okay. Ganz viel Spaß mit den Sachen und schick gerne ein Foto. Mach ich. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Sehr gut. Jetzt geht's zum Elias. Elias hat sich das Box-Bundle, also das No-No-Bundle und ein Armband bestellt und wie gesagt, der hat schon irgendwie vorher, glaube ich, 15 andere Sachen mal irgendwie bei uns im Shop geordert, also richtig krass. Vielen, vielen Dank, Elias, Mann, es wird Zeit, dass wir dich mal besuchen und er wohnt tatsächlich nur 10 Minuten von hier und deswegen, let's get it. So, ob euch dieser junge Mann das Paket bringt? Nö, ich. Maske auf. Klappe auch. Auch er kriegt einfach noch ein Shirt oben drauf, weil er sein gottverdammter Ehrenmann ist. Und jetzt bin ich gespannt, wo er genau wohnt, weil ich bin, glaube ich, fast hier richtig. Hallo? Wo geht's denn hier zum Elias? Elias, Bro. Hey, was geht ab, Mann? Ich hab das Bild, wir machen kurz einmal so. Was geht ab, Mann? Habt ihr was mitgebracht? Du hast was bestellt, ich hab noch ein bisschen was oben drauf gekauft. Alles fit? Ja. Was machst du gerade? Bist du ein bisschen überrumpelt jetzt mit der Kamera? Ja, aber ich kann es mal abbekommen. Krass, Mann. Aber ich habe gesehen, du bist übertrieben am Supporten. Ne? Du hast genau. Viel bestellt. Einfach. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Ja? Ich hoffe, was war deine Größe ist richtig, oder? MM. Ja, genau. Können wir ein Foto machen? Ja, kannst du. Hast du ein Handy mit? Ein Handy. Ja, komm, wir holen mal das mit. Ja, ich meine, Alter. Nice. Freut mich, Mann. Viel Spaß damit, ja? Mach's gut. Das war der Elias. Der hat sich auch gefreut, sehr gut, der war auch zu Hause und jetzt geht's weiter, ich glaube, warte, ich guck mal ganz schnell nach, ich glaube Osnabrück oder so, also jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was vor uns, ja, es geht nach Osnabrück und zwar zur Laura. Hoffen wir, Laura ist zu Hause, let's get it, ich habe hier noch meinen Kakao, den zieh ich mir jetzt rein, Abschluss. So, kurz hier pisst, weiter geht es, Osnabrück, wir sind in einer Stunde da. Und dann hoffen wir mal, dass die Laura zu Hause ist. Laura, jetzt komm, enttäusch mich nicht. Wie man richtig Himbeeren isst, Leute. Zeig's euch. Alle schreiben mir, ich sehe jetzt schon die Kommentare, was der für einen Blödsinn macht, während der Auto fährt. Und ab. Wir müssen so reinflöppen, wir müssen. So, Freunde, angekommen in Osnabrück. Wir gehen jetzt die Laura besuchen. Hoffen natürlich auch, dass sie da ist. Also, sie hat sich einmal ein Hoodie bestellt und ich packe ihr noch die neue CD dazu, die neue Single. Und natürlich auch noch ein Shirt. Also liebe Freunde, wir gehen sicher, dass hier alle die neue No-No-Single haben. Und gucken jetzt mal, ob No-No, wir gucken jetzt mal, ob No-No zu Hause ist. Ich gucke jetzt mal, ob Laura zu Hause ist. Let's go. Wirklich, ich bin so ein bisschen aufgeregt.
Für mich ist es gerade so ein bisschen wie auf Tour sein irgendwie, keine Ahnung. Okay, hier wohnen drei junge Damen. Ich denke mal, es ist eine WG. Ist sogar offen schon. Guck mal. Das erste Mal ist, dass keiner da ist. Scheiße. Da ist keiner zu Hause im ganzen Haus. Laura? Ich bin es. Hallo. Hi. Na? Also zum Glück zur Aufregung, Laura hat sich diesen Pulli bestellt. Ich hast du jetzt zweimal. Nimm ihn einfach. Ja. Ja. Das ist dein Name. Das ist dein Name. Jetzt gehst du nochmal ein Shirt unten drauf. Auch mit deiner Schwester und ich hab dir die neue CD da bringen können. Ist ein Stern für dich. Yay. Soll ich kurz ein Foto machen? Ja, bitte. Yes, haben wir dich doch noch erreicht. Ich hab überall geklingelt. Oh Mensch. Ich dachte kurz, weg, bist du gar nicht vor. Hey, krass, das ist einfach der Pulli, den sie jetzt quasi nochmal hat. Also entweder wir haben einen Fehler gemacht oder... Meine beste Freundin wird sich mega freuen. Genau, perfekt. Weil die feiert dich genauso. Mega. Guckst du mir die Lichtquelle hier? Okay, cool, danke. Nice, schön, dass wir dich hier erwischt haben. Ganz viel Spaß damit. Danke. Und genau. Wenn du jemanden findest, der dir passt, dann verschenk ihn noch gerne. Meine beste Freundin, wir machen die noch hier schön Instagram-Story. Geil. Tschüss. So, haben wir die Laura doch noch erreicht. Ich dachte wirklich, die kriegen die vielleicht nicht. Sehr, sehr gut. Sie hat den Pulli komischerweise angehabt, den gleichen, den ich hier jetzt schon gebracht habe. Also entweder sie hat ihn jetzt zweimal, was ja auch nicht schlimm wäre, oder sie findet jemanden, den sie den schenken kann. Lord knows. Ich fahre jetzt weiter nach Salzdefurt. War ich auch noch nie. Mal gucken, wer da auf uns wartet. Und ich würde sagen, ich lasse meine Maske einfach hier liegen. Perfekt. Herzlich willkommen im allerersten Stau. Es musste irgendwann passieren. Jetzt haben wir 15.39 Uhr und wir brauchen ungefähr 130 Kilometer bis zu unserem nächsten Ziel, aber es läuft. Es läuft, Freunde. Guck mal, über die Wiesen, da möchte ich einfach nur drüber rennen. Alter. Das sieht aus wie im Dings. Teletubbieland, Alter. Boah, ist das nice. Alter, wie perfekt kann denn eine Hügelwiese sein? So, Freunde, angekommen im wunderschönen Bad Salzdefurt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Alter, das ist wirklich wunderschön. Guck mal kurz bitte nochmal. Das ist ja wirklich wunderschön hier. Eine unfassbare Luft hier und wir werden jetzt mal Felix und Magdalena, ich weiß nicht, wer von beiden bestellt hat, aber wir einfach beide überraschen. Die haben sich eine Jogginghose und einen Schlüsselanhänger bestellt und da kriegen sie natürlich auch noch die neue Single oben drauf und ein T-Shirt in der Größe, in der sie am meisten bei uns im Shop so bestellt haben. Ich hoffe, das passt und dann gucken wir mal, ob sie zu Hause sind. Krieg ich das hin mit einer Hand? Weiß ich nicht. So. Hallo? Hallo? Nein! Der Kerl! Nein! Nein! Scheiß! Nein! Nein! Was ist das denn? Was geht ab? Nein! Alter, Digga, Scheiß, ja! Ja? Unnormal! Ja, aber ich wüsste, was ich gebracht. Krass! Wer von euch hat was bestellt? Ich? Ja, ich sehe das doch. Mal, der Pulli. Ja, wie krass ist das denn? Das ist einfach deine Jogginghose. Ja, dein Schlüsselanhänger. Ich hab dir noch eine CD mitgebracht. Alter, geil. Eigentlich kann ich mir auch ein Shirt, müsste dir auch passen. Ey, wie geil. Danke. Ja, voll krass, Alter. Hast du das gelesen? So hast du gesehen in der Story. Aber das denn ist das, also hätte niemals damit gerechnet, dass du überhaupt kommst. Ja. Wir fahren einmal durch ganz Deutschland heute. Krasser Scheiß, Alter. Ja, Mann. Geil. Sollen wir mal ein Foto machen? Oh ja, das wäre so cool auch. Sehr gerne, Mann. Überraschung geglückt. Los, Timmy. Ja, Timmy, ja. Das ist das. Nice, Mann. Heftig, Alter. So, so ist cool. Danke, danke. Ciao, ciao. Ciao. Geil, Mann. Er hat sich auf jeden Fall komplett gefreut. Das freut mich sehr. Und das war auf jeden Fall ein cooles Ding. Ich bin so froh, dass wir bisher alle erreicht haben. Und das ist echt nice. Aber ich glaube, die Chance, dass alle zu Hause sind, ist gerade größer denn je. Deswegen geht es jetzt direkt weiter. Und wir versuchen noch die Jana, glaube ich, war sie. Hieß sie. Genau, die Jana noch zu erreichen in Salzgitter. Das ist auch nicht so weit von hier. Deswegen, let's go. Und wir machen die Mission complete. Wir sind angekommen in Salzgitter. Hier ist einfach eine herrliche Ruhe. Und ich werde jetzt mal
die Lieferung für die Jana noch hier rausholen. Jetzt habe ich Socken, eine Keychain und ein Popsocket bestellt. Und auch da packen wir noch eine CD und natürlich ein wunderbares Cape-Shirt obendrauf. Und werden die Jana jetzt auch noch überraschen. Let's go! Hallo! Hallo! Ist die Jana da? Nee, die ist... Nein! Sind Sie das echt? Ja. Was machen Sie hier? Wir machen ein kleines Video und wir liefern ein paar Leute. Ach du lieber, Herr Lehrer. Ja. Oh je, die ist gerade spazieren. Wissen Sie zufällig wo? Können wir die da vielleicht abfangen? Ja, auf jeden Fall. Die Mutter von Jana ist da. Jana ist gerade spazieren. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Jana trotzdem noch irgendwie abfangen können. Vielleicht hat die ja ihren gewohnten Wanderweg, man weiß es nicht. Also, Janas Mutter fährt jetzt vor. Die weiß ungefähr, wo die immer spazieren geht. Und wir versuchen sie jetzt irgendwo auf dem Feld mit einem Paket zu überraschen. Okay, wir sind auf der Jagd nach Jana und versuchen sie jetzt irgendwo mit ihrer Fließwohl mit einer Freundin unterwegs, hat ihre Mutter erzählt und ihre Mutter meint jetzt, aber ich weiß, wo die sind, wir fahren da einfach mal hin und gucken, ob wir die finden. Das ist auf jeden Fall die, das ist Next Level, das ist Next Level Delivery, das gibt's nur im KF Shop, ich sag's euch. Jana! Hallo! Du kannst doch nicht einfach so von zu Hause verschwinden. Ich hab dir was mitgebracht. Oh ja! Ich mach jetzt mal so auf Corona. Ja, hi. Du hast was bestellt? Ja. Das bringe ich dir. Ja, vielen Dank. Kannst du jetzt beim Spazierengehen mitnehmen oder bei der Mama einfach wieder ins Auto legen? Ich nehme das mit. Das ist schön. Ich habe noch ein T-Shirt einfach oben drauf gepackt. Du hast jetzt nur so, ich glaube, ein paar Kleinigkeiten bestellt. Ja. Da habe ich noch ein T-Shirt zugepackt und die CD. Kannst du dir anhören, wenn du Bock hast. Danke. Ja, vielen Dank. Haben wir dich noch erwischt, ey. Ich dachte echt, du wärst jetzt die Einzige, die wir nicht erwischt haben. Kann man so auf Abstand ein Bild machen? Ja, klar, genau. Tanja, kannst du ein Bild machen? Ja, ich hoffe, das Konzert geht los Ende des Jahres. Ja, ich hoffe auch. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, nice. Viel Spaß mit den Sachen. Dankeschön. Danke dir fürs Bestellen. Und euch mal einen schönen Spaziergang und vielleicht sehen wir uns auf dem Konzert. Also. Hoffentlich. Ja? Geil. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Ciao, ciao. Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gönne mir jetzt eine Pommes. Und ja, Mann. Geil, dass wir alle angetroffen haben. Vielen, vielen Dank an alle, die sich was in meinem Shop bestellen. Das ehrt mich sehr und es freut mich sehr, dass ihr die Sachen so feiert. Wenn ihr Bock habt, schaut im Shop vorbei. Link ist in der Infobox. Und ja, Mann. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Tschö. Ich weiß, du denkst, ich denk noch an dich, doch nur du denkst, ich denk mich nur an.